Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute sind wir mal Spaghetti essen. Pasta ist in Japan in der Tat sehr beliebt. Würde man gar nicht denken, ne? Bei Japan mit Reis und so. Aber es gibt viele Pasta-Restaurants und Italiener auch, die das anbieten. Und hier haben wir jetzt ein Set bestellt mit Salat erstmal. So sieht der Salat aus. Natürlich Standard hier und nichts Besonderes. Das Besondere an diesem Restaurant hier, das heißt Kamakura Pasta heißt das, ist, dass man All-You-Can-Eat Brot mitmachen kann hier. Mayu hat jetzt mal ein paar ausgesucht. Mayus Mutter ist auch dabei. Sie hat auch 3 Stück, kann man immer aussuchen. Und Tenchan hat auch eins genommen. Tenchan sagt, jo, schmeckt auf jeden Fall gut. Und da kann man jetzt so viel Brot essen, wie man möchte, für ein paar hundert Yen. Also ist wirklich nicht teuer. Und ich habe es nicht genommen, ich habe nur den Salat genommen. Aber das ist so ein bisschen das Besondere hier bei diesem Pasta-Geschäft, dass man halt Brot ohne Ende sich gönnen kann. Außerdem gibt es oft hier bei diesen Sets, ne, zum Mittag, gibt es auch immer noch was zu trinken dazu. Ich habe jetzt hier Kaffee Ore genommen. So sieht das aus. Ist nichts Besonderes. Gibt auch immer einen Strohhalm dazu. Die Japaner haben immer schöne Strohhalme. Der ist sogar aus Plastik, obwohl die Plastikdinger eigentlich auch verbannt haben. Aber sieht ganz gut aus. Hier ist jetzt das Hauptstück. Das hier ist Spaghetti Carbonara mit dickem Speck und einem rohen Ei obendrauf. So muss das sein. Sieht ziemlich gut aus. Schmeckt auch in der Tat ziemlich gut. Das ist jetzt kein so richtig gehobener Pastaladen oder so. Ist halt so, so eine Kette auch. Aber das ist ganz okay. Das kann man auf jeden Fall sich gönnen. So sieht Pasta aus in Japan. Hier ganz, ganz normal. Ja. Ist nicht so wirklich der Unterschied, finde ich, zu anderen Ländern, zu Deutschland oder so. Aber ist ziemlich lecker auf jeden Fall. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Also Pasta in Japan, sollt ihr euch merken, ist auch relativ beliebt. Isst man sehr gerne hier. Gibt auch eine Menge an Tiefkühlpasta und sowas in den Supermärkten. Und ja, wenn ihr gerne mehr aus Japan sehen wollt, aus dem Alltag, abonniert gerne den Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das hier hat Mayu genommen. Dann hier Mayus Mutter. Gibt noch eine andere. Das hat Aida genommen und das hier im Übrigen Tenchan, nur damit ihr mal ein paar verschiedene Versionen auch seht.